Ich habe schon oft genug vergessen. So. YouTube-Aufnahme läuft auch. Dann, wir haben das letzte Mal die ersten 9 Missionen gemacht. Und hallo Diapass. Und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt mit der 10. Mission weiter. Wir haben alle 10 Stockwerke des Bunkers durchsucht. Im Bunker sind keine Feinde. Was ist mit der Quarantäneeinrichtung? In Sektion 1 Block D gibt es einen medizinischen Bereich. Dort findet man alle möglichen Einrichtungen und auch antivirale Mittel. Für die hohen Tiere war ihnen wohl nichts zu teuer. Gut, dann gebt der Nachhut Bescheid, sie sollen Cattleya und die Zivilisten herbringen. Jawohl. Kommandeur, Nachricht von der Nachhut. Sie wurden von den Plünderern angegriffen. Was? Das gibt's doch nicht. Wo kommen die denn plötzlich her? Unbegreiflich, das Radar hat nichts angezeigt. Mist, los. Das sind wieder die. Das ist unser Ende. Wir sind verloren. Bewahrt Ruhe. Verhaltet euch, wie wir es geübt haben. Selbst wenn ihr etwas abbekommt, muss das nicht das Ende sein. Du bist schwächer geworden, Cattleya. Denk an was Schönes, das hilft. Mir wird bei Primzahlenzerlegung immer ganz warm ums Herz. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich gebe nicht so schnell auf. Richtig, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Auch wenn es im Moment nicht sonderlich gut aussieht. Die Einheit mit den Zivilisten wurde von den Plünderern angegriffen. Aha, die sind das. Denen werde ich zeigen, wo der Hammer hängt. Ich fange erstmal mit denen hier an. Hört auf, diese Zivilisten haben damit nichts zu tun. Das weiß ich auch. Gerade darum gehe ich auf die los. Gerade weil ihr ihnen geholfen habt. Das macht es noch interessanter. Wie grausam kann man sein? Aber das werde ich nicht zulassen. Trottel, wenn du glaubst, du kannst sie beschützen, zum Versuch's. Okay. Ja genau, wir haben hier ein paar Fliegereinheiten. Mit denen sollten wir möglichst schauen, dass wir nicht in die gegnerische Range reinfliegen. Okay. Da kann ich noch voll vor. Ja gut. Paar Zivilisten mehr oder weniger. Wir haben hier halt so ein postapokalyptisches Szenario, in dem ungefähr 10%, in dem ungefähr 90% der Menschheit ausgelöscht wurde. Kann ich den hier irgendwie retten? Ich sehe es ja nicht wirklich, ne? Also den Speer kriege ich gerettet. Und die Infanterie da hinten auch. Mit der hier kann ich echt gar nichts machen. Naja. Besetzen wir halt erstmal so ein paar Sachen. Und hallo Anuki, schön, dass du mir folgst. Alles an die Front. Ich habe 8000. Den habe ich es gezeigt. So wie die Dinge stehen können, konnten sie noch nicht mal entkommen. Leidet. Flieht, hört ihr mich? Schaut, dass ihr hier fortkommt. Doktor, Cattleya, so antwortet doch irgendjemand. Irgendjemand? Keiner mehr da. Nicht mal ein ach so wichtiges Mädchen. Und wie fühlst du dich? Niemanden konntest du schützen. Verärgert? Warum tust du das alles nur?
Super, genau da wollte ich dich haben. Ich habe alle, denen du geholfen hast, vernichtet. Alles, was du mir bisher getan habt, war vergebens. Und wie fühlst du dich jetzt? Sprich dich ruhig aus. Ich möchte dir das heimzahlen. Und weiter? Du hattest recht, ich war ein grüner Bengel, der nichts vom Krieg wusste. Jetzt weiß ich, wie es ist, jemanden abgrundtief zu hassen. Eigentlich wollten wir nicht kämpfen. Wir hatten doch unsere Unschuld. Aber das werde ich dir heimzahlen. Da hast du dir aber viel vorgenommen, Kleiner. So. Dann besitzen wir hier mal alles. Und man kann nie genug von den Dingern haben. So, da unten kommt nur eine Anti-Air. Den Panzer da oben müsste ich ein bisschen aufhalten. Okay, das passt. Okay. Edson Grüner, verdammt Hippies. Ah ja. Ich bringe den Luftkampf hier mal nach da unten. Wie weit der kommt. Oh, der kriegt mein Heli kaputt. Das ist nicht so schön. Vielleicht viel mehr kann ich gerade nicht bauen. Für so wenig kann ich mir keine Flieger leisten, außer vielleicht einen T-Copter. Und frisst er den? Oh. Gut. Er will den nicht mal angreifen. Interessant. Na gut, wahrscheinlich wegen der Missile Unit hier. So. Deswegen kann ja eigentlich ein Flieger dabei drauf gehen. Medium Tanks habe ich immer noch keine. Aber was hier sehr brauchbar wäre, ist ein Raketenwerfer. Okay, das hat er ja wieder mal sehr geschickt angestellt hier. Wir brauchen mehr Geld.
hier seinen Jäger einfach nicht opfern will. Okay. Aber zumindest schon mal einen Flieger weniger. So rum gefällt mir das schon besser. Ups, nein, nicht den hier. Den hier. So, du kommst hier hin. Du greifst den da an. Finde den hier. Ob die Flieger drauf gehen, ist mir jetzt eigentlich tatsächlich egal. Wenn du meinst, da etwas. So, jetzt brauche ich definitiv mehr Panzer. Wenn ich die ganzen Flakkanonen da irgendwann mal wegschießen muss. Die Flak geht weg. Die da können wir auch schön anschießen. Dann hier noch die Arti wegmachen. Damit der Flieger zumindest noch ein bisschen was bringt. Weg mit dir. Der Copter ist gecovert. Das ist schön. Hierher und
Was braucht man denn eigentlich? Die Kopter kriege ich noch alle runtergeschossen. Das heißt, ich kann jetzt ja eigentlich voll Panzer bauen. Der Jäger zumindest auch schon mal fast weg. Okay, Missler reicht nichts. Dann holen wir uns zumindest eine Assflak. Du gehst mal hier hin. Der Jäger macht fast nichts mehr. Das Einzige, was mein Kopter jetzt noch runterschießen kann, ist diese Flak hier. Die kann das dafür leider ziemlich gut. Gut, holen wir mal schwere Geschütze. Bevor mir das Ding gar nichts mehr bringt, hat der seinen, ja, der hat seinen Jäger gesuicided, okay. 70%. Das können wir so schon fast effektiver machen. 126%, das sieht man gerne. Es ist immer noch diese eine Flak, die mich stört. Ich nehme einfach meinen Flieger als Lockvogel geben kann. Oder mein Jäger besser gesagt. Na genau, machen wir es doch direkt so. Suchst dir aus, was du angreifen willst, Hauptsache du greifst nicht meinen Bomber an. So. Dann holen wir uns jetzt noch den Kaheli. Dass Panzer in dem Spiel so verdammt effektiv gegen Flak sind.
Das bringt es jetzt nicht wirklich. Moment, da oben haben wir ja noch was stehen. Das bringt es zwar auch nicht wirklich, aber ich habe die Flak zumindest eingekreist damit. Hier stehen, die ich die ganze Zeit vergessen. Die einzigen zwei Einheiten, die jetzt hier in der ganzen Liste noch fehlen, sind die zwei großen Panzer. Und fertig. Sieht aus, als sei ein Versuchsabschnitt hier zu Ende. Drakov war mir eine große Hilfe. Ich bin sehr zufrieden. Von mir aus kann er das Zeitliche segnen. Ich brauche ihn nicht mehr. Gibt es denn keine Einheit, die fliehen konnte? Anscheinend bin ich wieder der Einzige, der... Es gibt keinen Grund zu trauern. Wir haben im Schutz der Trümmer alles beobachtet. Doktor! Nun sollen wir aber los. Wir haben viele Verletzte und Katleia geht es auch nicht sonderlich gut. Die Verletzten werden drinnen behandelt. Die Zivilisten sind glimpflich davon gekommen. Was ist mit Ed? Er ist bei Katleia. Ihr Zustand ist äußerst kritisch. Ob wegen ihrer Verletzung oder der Krankheit, weiß ich nicht. Wird sie durchkommen? Ihre Chancen sind 50-50. Hier müssen wir dem Doktor vertrauen. Doktor, wie geht es Katleia? Tja, wie soll ich sagen? Du musst jetzt sehr tapfer sein. Ich finde nicht die richtigen Worte. Was ist denn? So sagen sie es doch. Aber besser, du hörst es nicht von mir, sondern von Katleia selbst. Sie ist wieder ganz gesund. Ed, Katleia, ich bin wieder ganz gesund. Das verdanke ich euch allen und dem Doktor. Das freut mich riesig, Katleia. Mich auch. Da haben sie uns aber ganz schön auf die Folter gespannt. Sagen sie es doch gleich. Diese Szenen gab es doch auch in den Soaps. Das ernste Gesicht des Arztes nach der OP. Das wollte ich unbedingt auch mal versuchen. So, jetzt bin ich zufrieden. Nicht zu fassen. Und von ihr geht keine Ansteckungsgefahr mehr aus? Der Virus im Körper des Mädchens ist nicht mehr aktiv. Das heißt, sie ist wieder gesund? Um die Wahrheit zu sagen, zeitweise dachte ich, sie würde nicht durchkommen. Aber kurz vor ihrem Tod hat sich ihr Körper merkwürdig verändert. Während ich noch am Staunen war, da wurde sie gesund. Schon seltsam. Also eine Art Wunder. Ich denke, Eds Gebete sind einfach erhört worden. Für einen Arzt ist das nicht wirklich überzeugend. Auch ist unbefriedigend, dass nicht ich es war, der sie geheilt hat. Aber sie haben schon recht. Hauptsache, sie ist wieder gesund. Was machen Sie denn, O'Brien? Warum benachrichtigen Sie mich nicht? Es ist alles in Ordnung. Dem Mädchen geht es wieder gut. Das ist mir egal. Mir geht es um unsere Nahrungsmittel. Haben Sie diese Anlage gefunden? Ja, die Anlage ist vorhanden. Damit müssen Sie sich auch nicht mehr um das Essen sorgen. Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Ich hätte da noch ein Anliegen als Sprecher der Zivilisten. Was gibt es? In diesem Bunker können nicht so viele Menschen zusammenleben. Daher denken wir, dass etwa die Hälfte den Bunker verlassen sollte. Was? Das stimmt doch gar nicht. Bei dieser Größe haben wir doch jede Menge Platz.
Wir Zivilisten haben aber ein Problem damit, dass wir mit Soldaten zusammenleben. Bei Soldaten weiß man nie, wann sie in den nächsten Kampf verwickelt werden. Was wollen Sie damit sagen? O'Brien, ihr Soldaten könnt euch mit euren Waffen immer irgendwie durchschlagen. Wenn wir nicht im Bunker sind, sind wir allen schutzlos ausgeliefert. Ich will sagen, wir sollten hier in diesem Bunker bleiben dürfen. Sind Sie damit einverstanden, dass wir demokratisch darüber abstimmen? Daraus wird nichts. Von der Anzahl der Personen hier seid ihr Zivilisten ja schon in der Mehrheit. Und in unserer Einheit gibt es Schwerstverletzte, die hier weiter behandelt werden müssen. Jetzt mit demokratischer Abstimmung zu kommen, ist hinterlistig. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich wollte nicht alles alleine diktatorisch bestimmen. Was diese Welt braucht, ist eine Demokratie, in der alle Stimmen gehört werden. Oder wollen Sie Ihren Platz hier mit Waffengewalt verteidigen? Sie sind wirklich das... Lass gut sein, Lynn. Also dann kommen wir zur Abstimmung. Diejenigen, die wollen, dass die Soldaten den Bunker verlassen, bitte die Hand zu heben. Was habt ihr? Warum tut ihr nicht, was ich euch gesagt habe? Diese Soldaten haben schließlich für uns gekämpft. Sie haben ihr Blut für uns vergossen und jetzt sollten sie verjagt werden? Ich will gerne mit ihnen hier zusammenleben. Ich auch. Sieht so aus, als hätten wir unsere Mehrheitsentscheidung. Dann macht doch, was ihr wollt. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Ich will euch allen danken. Seit der Katastrophe habe ich viele gerettet, aber von diesen Geretteten ist mehr als die Hälfte nicht mehr unter uns. Oft sind mir auch Zweifel gekommen, ob mein Tun viel Sinn macht. Aber in solchen Momenten wie jetzt weiß ich, dass es nicht umsonst war. Endlich haben wir einen Platz zum Leben. Hier haben wir Essen und sind mit allen zusammen. Mit allen... Ich hatte nichts. Ich wusste nicht, wohin und was ich tun sollte. Darf ich auch zusammen mit allen anderen bleiben? Natürlich. Und so wie du gesund geworden bist, kommt bestimmt noch deine Erinnerung zurück. Aber meine Erinnerung muss ich gar nicht unbedingt wiedererlangen. Vielleicht ist das sogar besser so. Aber... Schließlich haben wir beide schon so viele schöne gemeinsame Erinnerungen. Die vergesse ich nicht. Und auch nicht, was du mir beigebracht hast. Katleia. Lynn, bist du hier irgendwo? Wie hast du das gewusst? Habe ich's mir doch gedacht. Wieso belauscht du uns? Wieso? Gibt es etwas, das ich nicht hören sollte? Nein, das ist es nicht, aber... Befehl vom Kommandeur. Ihr sollt sofort in Block A kommen. Es geht wohl darum, dass wir hier für einige Zeit bleiben werden. Verstanden. Lass uns gehen, Katleia. Okay. So, wir haben mehr oder weniger den ersten großen Teil abgeschlossen, weil dadurch, dass Drakov jetzt tot ist, geht jetzt der Krieg gegen die Blaue Armee erst richtig los. Wir haben sie zwar bisher einmal gesehen, aber gut. Wie sieht es aus, Ed? Da war nichts. In der Hafenstadt war keine Menschenseele. Hallo Domi, schön, dass du da bist. Hier also auch. Nach so einer Katastrophe muss man möglichst schnell etwas unternehmen. Jetzt ist das schon ein Jahr her und die Sonne ist immer noch von der Asche verdunkelt. Ich frage mich, wann es endlich wieder so wie früher wird. Das wird schon wieder, bestimmt. Wir sollten auch noch am vom Bunker weiter entfernten Orten suchen. Lynn, wie viele Vorräte haben wir noch? Nur noch für etwa 3 Monate. Auch weil immer mehr Flüchtlinge in den Bunker kommen. Der Bunker ist schon lange überbelegt. Je mehr wir aufnehmen, desto größer ist auch der Verbrauch. Aber abweisen können wir sie ja auch nicht. Ed, wie sieht es bei den Zivilisten aus? Alle kommen recht gut miteinander aus, soweit ich das sehe. Weil wir noch nichts von der Essensknappheit gesagt haben, helfen sich noch alle gegenseitig. Aber unter den Zivilisten gibt es auch den Sprecher und seine Leute. Sie nehmen alles von uns, was sie kriegen können, und leben faul in den Tag hinein. Wenn die Knappheit bekannt wird, beginnen sie bald Feindseligkeiten gegenüber Neuankömmlingen. Schließlich bekommen die Alteingesessenen mit jedem Neuen weniger an Ration.
Ich denke, es wird dann bald zur Streitereien kommen. Aber das bekommen wir hin. Wenn ich eine neue Bleibe für die Neuen finde, muss es nicht zum Streit kommen. Ich schaue mich noch ein wenig hier in der Gegend um. Er soll nur aufpassen, dass er sich nicht zu viel zumutet. Ich mache mir schon ein wenig Sorgen um ihn. Er fühlt sich den Zivilisten sehr verbunden. Natürlich versucht er da Wege zu finden, um ihnen zu helfen. Mit so einem Charakterzug ist man sich nur selbst im Weg. Das ist mal wieder typisch, Lin. Wo wir gerade davon sprechen, haben Sie das von den Flüchtlingen gehört? Im Norden soll es heftige Kämpfe geben. Krieg? Wer um alles in der Welt fängt jetzt noch einen Krieg an? Da haben Sie recht, aber es gibt das Gerücht, dass jemand die versprengten Einheiten konzentriert und eine große Armee aufstellen will. Wie viel an diesem Gerücht dran ist, kann ich allerdings nicht sagen. Kommandeur! Was gibt's? An der Küste wurde ein Schiff gesichtet. Wohl ein laurentianisches Schlachtschiff. Es wird von Feinden bedrängt. Oberleutnant O'Brien, wir brauchen Ihre Unterstützung. Bist du nicht Cole? Kennen Sie ihn? Ja, er war mal einer meiner Leute. Wir werden von den Zephyrern bedrängt. Bitte helfen Sie uns. Zephyrer? Sie wollen sich wohl für diesen schmutzigen Krieg rächen. Herr Kommandeur, wir halten nicht mehr lange durch. Verstanden, wir kommen. So, jetzt kriegen wir hier das Tutorial für die ganzen Seeeinheiten nach und nach. So. Okay. Die Blauen sind unsere Gegner, die Gelben unsere Verbündeten. So. Da haben wir unsere kleinen Gunboats. So, einmal hier. Gunboats machen richtig, richtig, richtig viel Schaden, haben aber dafür nur einen Schuss Munition. Das heißt, sobald sie schießen, muss man sie nachladen. Was hier allerdings recht einfach geht. Gunboats haben noch eine zweite Funktion. Sie können nämlich Infanterieeinheiten transportieren. So. Oh, wir haben das erste Mal einen Medium Tank. Wow. Einmal hier rein, einmal hier rein. Wir haben auch einen Raketenwerfer. Das ist sehr schön. So. Den laden wir dann. Den laden wir hier aus. Die Mac da runter. So, mehr Einheiten haben wir ja nicht hier. Das da ist ein Kreuzer. Okay. Kreuzer sind ziemlich effektiv gegen Gunboats. Hör zu, wir können nicht viel tun. Überlass das Kämpfen O'Brien. Wir müssen zuerst sehen, dass wir hier irgendwie herauskommen. Sieh an, die laurentianische Armee hat Verstärkung bekommen. Auch gut. So können wir noch mehr von denen wegputzen. Ja, und so viel zum Thema, wie stark Kreuzer sind. Die kriegen Gunboats gewonnen hättet. Man kann sie aber dafür sehr, sehr schön mit Raketenwerfern kaputt schießen. Und anschließend mit Gunboats den Rest erledigen. So, mein Gegner hat nur noch zwei eigene Gunboats. Das passt. Hier bauen wir mal einen Mini-Hafen. Bringt nicht sonderlich viel, die Basen hier wirklich zu besetzen, außer um Einheiten reparieren zu können. Das heißt,
müssen sowieso mit unserer Startarmee zurechtkommen. Okay, die Mecheinheit kriegt Cole da oben kaputt, der hat zumindest der einen Panzer. Okay. Ich muss den dringend wieder auftanken. So. Ich kann vielleicht meine Landeboote als Schild benutzen. Hier. Oh, das hat nicht mal gereicht. Gut, dann schießen wir zumindest den Medium Tank da weg. Die Mecheinheit hält den Beschuss da unten noch ein bisschen aus. Was anderes bleibt mir jetzt nicht sonderlich übrig, oder? Wir schießen einmal hier. Jetzt sind zumindest ein bisschen Deckung von dem Mini-Hafen hier. Rang zumindest geschützt bleibt. Dann muss ich nur noch dieses letzte Gunboat da kaputt schießen. So. 1, 2, 3, 4, 5, okay, das reicht. Wobei, ich will den Level-Up eigentlich dem Panzer hier geben, das bringt mir nämlich mehr. Prozent, das liest man doch gerne. So. War eigentlich sehr nett von ihm, dass er die Einheit in das Gunboat reingeladen hat. So konnte ich ihn einfach ohne Probleme zwei Einheiten mit einem Schuss rausnehmen. Sadia, wir ziehen uns zurück. Wieso das denn, Track? Wir haben noch genug Einheiten. Das ist ein Befehl von General Carter. Aber wir haben noch unseren Gegner gerade wie auf dem Tablett. Sadia, hast du etwa vor, gegen den Befehl des Generals zu verstoßen? Nein, das ist es nicht. Du bist zu emotional. Wir sind Soldaten und haben unsere Befehle zu verfolgen.
Das heißt nicht, dass ich euch nicht irgendwas verzeihe, Laurentiana. Sehr schön. Lange nicht gesehen, Kommandeur O'Brien. Du hast es also gerade noch geschafft. Ja, unsere Truppe untersteht jetzt General Sigismundo. Ich hatte gehört, dass ihr hier in der Gegend seid und habe nach euch gesucht. Ich komme gleich zu meinem Anliegen. Wollt ihr mit uns zusammenkämpfen? Das musst du mir schon näher erklären. Zwischen den Truppen, die von Zephyrus und Laurentia übrig sind, ist es zu einem großen Krieg gekommen. Wir kämpfen dabei als die Neo-Laurentianer. Krieg? Warum geht das denn wieder los? Haben wir nach dieser Katastrophe nicht viel Wichtigeres zu tun? Die anderen haben angefangen und wenn wir nicht kämpfen, gibt es für uns keine Zukunft. Die Gegenseite wird von General Carter angeführt, einem Helden aus dem letzten großen Krieg. Er hat die Zephyrer unter sich organisiert, so gut, dass es schlecht um uns steht. Kommen Sie doch zu uns. Die Neolaurentianische Armee hat alles. Waffen, Nahrung, Rohstoffe. Kämmt ihr zu uns, müsstet ihr euch nicht mehr um euer Essen sorgen. Auch für die anderen. Welche anderen? Sie haben noch viele Flüchtlinge aufgenommen, habe ich gehört. Und die brauchen doch auch Lebensmittel, oder? Ja, sie brauchen in der Tat ausreichend Lebensmittel. Tja, und wir brauchen noch mehr Soldaten. Auch wenn die Welt zerstört ist, sind alle immer noch die gleichen Laurentianer. Bitte helfen Sie uns. So. Weg des Hasses, Kapitel 12. General Sigismundo, die unabhängige Truppe ist eingetroffen. So, an dieser Stelle mal ganz kurz, einfach mal so zwischendurch. Schaut euch mal unseren General Sigismundo an und jetzt sagt mir mal, an wen der euch erinnert. So, gerade vom Gesicht her. Das kann nämlich eigentlich kein Zufall sein. Danke für Ihre Mühen. Oh, O'Brien, Sie haben also mit Ihrer 12. unabhängigen Truppe überlebt. Jap, da hast du genau recht und genau auf dem basiert der Typ auch. Mehr schlecht als recht zwar, aber an Sie kann ich mich erinnern. Ein idealistischer Querulant. Ihnen mangelt es an Patriotismus. Viel geändert hat sich daran wohl nicht. Wenn Patriotismus das Niedermachen von Gefangenen bedeutet, dann nicht. Sie vergreifen sich deutlich im Ton. Nun, beruhigen Sie sich. Wir haben keine Zeit, uns auch noch untereinander zu bekämpfen. Genau, das denke ich auch. Ideale sind gut und schön. Aber wir sollten erst die Zephyrer besiegen. Wie, Sie auch hier? So ist es, lange nicht gesehen. Danke nochmal für neulich. Du erinnerst dich doch noch, oder? Dann hat es sie also auch hierher verschlagen. Dieser Ort ist schon viel eher nach meinem Geschmack. Jemanden, der kämpfen kann, geht's hier bestens. Es fehlt an nichts. Ich habe meine Freiheit und Schwächlinge nörgeln nicht andauernd herum. Der General hat alle Laurentianer zusammengerufen, um aus ihnen eine starke Armee zu machen. Wenn wir etwas gegen unseren Gegner ausrichten wollen, dann brauchen wir viele Leute. Unser einziger Gegner sind die Zephyrer. Wenn die erstmal besiegt sind. Solange uns die zephyrische Armee bedroht, kann es keinen Frieden geben. Ohne einen Sieg gibt es keinen Weg zu einem friedlichen Leben. Wie sieht's aus, Oberleutnant? Einverstanden, Cole. Den Krieg, wie er jetzt läuft, mag ich auch nicht mit ansehen. Und wenn dadurch wieder Friede einkehrt, werde ich auch kämpfen. Haben Sie vielen Dank, O'Brien. Dann gehen Sie mit Ihrer Truppe ans Betmeer, O'Brien. Nach meinen Informationen soll es dort feindliche Truppenmassierungen geben. Dort können Sie zeigen, ob Sie wirklich unser Verbündeter sind. In Ordnung. Ich werde mithelfen, diesen Krieg rasch zu beenden. Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Typ gefällt mir nicht. Aber wieso denn? So ein Gutmensch kann uns doch sehr nützlich sein.
Sind alle Einheiten fertig aufgestellt? Jawohl, alle sind auf ihrem Posten. Unterschätzt die Zerführer nicht, sonst werden wir versenkt. Wir haben zwar Siegesmundus Einheiten, aber die Zerführer sind stark. Kommandeur. Was ist? Warum wollen die Zerführer immer noch kämpfen? Und das, obwohl es all die Zerstörung durch die Meteoriten gegeben hat. Für sie ist der Krieg damit nicht zu Ende gewesen. Vielleicht muss man Soldat sein, um das verstehen zu können. Und wenn wir mit ihnen reden würden? Ich verstehe dich schon, aber im Moment mache ich mir da keine Illusionen. Schließlich kämpfen wir schon länger als 100 Jahre gegeneinander. So einfach erlischt jahrelang genährter Hass nicht. Wäre das so einfach, wäre dieser Krieg schon lange zu Ende. Damit dieser Krieg zu Ende geht, muss einer von beiden gewinnen. Solange sie nicht bereit für eine Versöhnung sind, müssen wir kämpfen. Gehen wir. Ja, wir haben Schlachtschiffe. Mit ihrer Ultra-Mega-Super-Reichweite. Ja, und das ist die einzige Einheit, die in derselben Runde sich bewegen kann und danach noch einen Fernangriff ausführen kann. So. Das ist ein Kreuzer. Wir haben aber selber einen. Okay, dadurch, dass der Kreuzer hier alleine dasteht, muss ich ja das U-Boot schon fast untertauchen. Weil ich krieg das Ding sonst nicht gerettet. Okay, das Gunboat, da kriege ich mit dem Copter weg, das ist schön. Also mit einem HP macht das Ding zumindest nicht mehr viel. Dann kann man das Schlachtschiff hier direkt versenken. Okay, wir haben zwei Kreuzer. Die haben auch zwei. Auf 77% Schaden, die nehmen wir jetzt einfach mal. Gunboats sind hier sowieso nicht allzu viel wert, wenn so viele Kreuzer rumschwirren. Und hier bauen wir einen Mini-Hafen. Genauso wie hier. Und hallo Baum, schön, dass du da bist. Yippie! Verpasst den einen aber richtig! Die laurentianische Armee bewegt sich. Bitte Erlaubnis zum Angriff. Carter, wenn Sie uns benötigen, wir stehen zur Verfügung. Ich habe hier auch ein kleines Präsent für Sie. Ein Geschenk? Richtig, zum Beispiel das hier. Ein Nervengift verursacht Krämpfe, Atemnot und führt zum Tod. Im Versuch hat es schon gut funktioniert, das wäre doch was. Solche Waffen sind weltweit verboten, dazu gibt es Verträge. Was gelten jetzt noch Verträge in dieser Welt? Warum benutzen Sie es nicht? Es kann Ihnen sehr helfen. Wir sind Soldaten, keine Unmenschen. Durch so etwas würde der Name von Zephyrus beschmutzt werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch viel zählt. Ich will Ihre Verdienste nicht schmälen, Stolos. Ihre bisherigen Informationen waren sehr hilfreich. Aber so einen feigen Kampf werde ich nicht führen. Schade. General, überlassen Sie das mir. Ich wäre auch so mit diesen Laurentianern fertig.
Dragon Ball Fusions. Nee, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. So, das da ist ein Kreuzer. Kreuzer kriegt man richtig schön mit Schlachtschiffen kaputt. So, und jetzt wo dieser Kreuzer mehr oder weniger außer Gefecht ist, Moment, den hier tanken wir mal nächste Runde ein bisschen auf. Das Gunboat hier benutzen wir da. So, nachdem jetzt das nachdem der Kreuzer jetzt weg ist, können wir jetzt schön das feindliche Schlachtschiff angreifen. So. Da oben ist ja noch ein Schlachtschiff. Gefällt mir gar nicht. Okay. Ich muss mal kurz schauen. Also, ich kann die Kreuzer also bis hierhin bewegen, ohne dass sie vom Schlachtschiff abgeschossen werden können. Dragon Ball RPG für 3DS und eigentlich echt gut. Okay. Kommandeur der zephyrischen Armee, hören Sie mich? Geben Sie auf, der Krieg ist vorbei. Es gibt weder Sieg noch Niederlage. Bist du Zeno? Wie bitte? Aber das kann gar nicht sein. Zeno ist schließlich... Ich bin Sadia von der Zephyrischen Lufteinheiten. Und wie heißt du? Ed, ich gehöre zur 12. unabhängigen Truppe von Laurentia. Wir sind nicht zum Kämpfen hergekommen. Der Krieg sollte schon lange vorbei sein. Nein, der ist nicht vorbei. Es geht um Rache, solange Laurentia nicht vernichtet ist. Ja, Zephyrus und Laurentia haben sich lange bekriegt. Es kam auf beiden Seiten Menschen um, die wir alle betrauern. Aber durch Rache werden die Toten auch noch nicht lebendig. Rache ist sinnlos? Deshalb soll ich alles vergessen? So einfach ist das nicht. Alles andere ist Heuchelei, Ed. Du bist noch zu jung für so etwas. Du weißt nichts vom Leben. Was du sagst, klingt ja alles schön und gut. Aber für mich sind das nichts anderes als hohle Phrasen. Zeno, mein Bruder, wurde von der Laurentianischen Armee getötet. Ich verzeihe Laurentia nicht. Ich will meine Rache. Aber wir haben genug geredet. Mit so einer halben Portion will ich eigentlich nicht kämpfen, aber... So. Na dann. Wir haben hier einen Bomber runterzuschießen. Okay, das wäre auch so gegangen. Na gut. Kreuzer sind auch super gut dazu, um gegnerische Lufteinheiten runterzuschießen. So, jetzt haben wir hier noch ein Schlachtschiff und einen Kreuzer. Das Gunboot hier hat keine Muni. So. Immer das abschießen, wo man effektiv dagegen ist. Und Schlachtschiffe sind halt eben das effektive Ding gegen die Kreuzer. Ja, mit Koptern kann ich gegen Kreuzer leider so gut wie gar nichts machen. Aber ich kann hier die gegnerischen Flieger mal runterschießen.
Und das Schlachtschiff hier. So, jetzt haben sie nur noch einen Kopter, ein Schlachtschiff, einen ziemlich beschädigten Kreuzer und ein Gunboat. Naja, und das U-Boot, das habe ich vergessen. So. Die Kreuzer machen wir mit dem Gunboat weg. U-Boot hat die Ehre für das Schlachtschiff. Kreuzer darf Schlachtschiff finden. Wo Ayumi jetzt ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie nicht hier. Das U-Boot geht nirgendwo hin. Kopfschmerzen angeblich. Ah ja. Standardausrede Nummer 1. Den Kopter da oben kriegt Finn noch kaputt. Ja, das kann ich mir recht gut vorstellen bei Ayumi, dass sie Detektiv Conan schaut. Was anders kann die ja eh nicht. Diese fiesen Laurentianer. Tut mir leid, General, ich mache es ganz bestimmt wieder gut. Der Kampf ist vorbei. Kümmert euch um die Verwundeten. Teilt euch auf und beginnt mit der Suche. Hallo. Sind das nicht O'Brien und Co.? Rettet ihr wieder Verwundete? Sehr löblich, sehr löblich. Finn. Immer locker, Mann. Ich bin nicht so drauf wie ihr. Aber dein Kommandeur ist da schon ein komischer Chaos. Passt gut auf ihn auf. Beleidige nicht den Kommandeur. Hä? Über mich magst du sagen, was du willst, aber beleidige nicht O'Brien. Nicht doch, nicht doch. Das habe ich doch nur so gesagt. Übrigens hat Sigismundo dich rufen lassen. Sigismundo? Mich? Genau. Und wenn du nicht gleich hingehst, bekommt der General schlechte Laune. Und das bekommt dann natürlich dein geliebter O'Brien ab. Also los, mach schnell. Sie haben mich gerufen? Du heißt Ed, nicht wahr? Du hast ja gerade gut gekämpft. So, in so jungen Jahren das Kommando in der Truppe zu übernehmen. Aber daran kann man sehen, dass wir Laurentianer etwas Besonderes sind. Und Ed, wie denkst du über diese Welt? Was denkst du über die Katastrophe, die das alles verändert hat? Das ist sehr schlimm und traurig.
Falsch, du denkst verkehrt. Wie? Viele Schwächlinge nennen es eine Katastrophe, eine Strafe des Himmels. Aber das ist es gar nicht. Vielmehr ist es eine Prüfung. Prüfung? Ja, eine Prüfung, wer von den Starken überleben kann. Ohne diesen Krieg hättest du nie alle diese wertvollen Erfahrungen machen können. Du hast diese Prüfung bestanden und solltest dich freuen. Aber durch diese Zerstörung sind so viele Menschen umgekommen. Es ist ganz natürlich, dass die Schwachen sterben müssen. In der Welt sind die Starken gefragt. Starke, so wie wir. Der lange Krieg mit Sephiroth, dann die Zerstörung, das war alles Teil der Prüfung. Schwache haben es nicht verdient zu leben. Sie sind dem Tode geweiht. Ich bin da gar nicht Ihrer Meinung. Wie bitte? Meine Eltern sind im Krieg gestorben. Alle meine Freunde an der Militärschule sind unter den Trümmern begraben worden. Und das soll gerecht sein? Das ist totaler Unsinn. Alle haben es verdient zu leben. Schweig! Du wagst es, einem Vorgesetzten Widerworte zu geben? Und dabei hatte ich einen Moment so große Stücke auf dich gehalten. Ich bin sehr enttäuscht. Du bist also auch nicht besser als dieser O'Brien. Wegtreten. So, Mission 13. Ach ja, das ist die Sigismundo ist ein Arschloch-Mission. Wie ist die Lage? Mit Hilfe all unserer Truppen könnten wir die zephyrische Armee zurückdrängen. Besonders die unabhängige Truppe von Oberleutnant O'Brien war erfolgreich. Diese unabhängige Truppe, wo steht die im Moment? Sie steht kurz vor einer Schlacht im Zare-Seegebiet. Dann werden wir sie dort unterstützen. Übermitteln Sie O'Brien meine Befehle. Aber Herr General... In der Armee muss Ordnung herrschen. Das ist Ihnen doch klar, Cole, oder? Wenn da einer aus der Reihe tanzt, geht die ganze Ordnung zum Teufel. Es ist genauso, wie Sie sagen. Oh ja, heute wieder mal mit Brenner spielen. Kommandeur, der Hafen ist eingenommen. Im Hafen können jetzt Seeeinheiten produziert werden. Allerdings hat der Feind auch so einen Haufen. Das wird ein langer Kampf. Fürs Erste haben wir von Sigismundo Geldmittel erhalten. Ich denke aber nicht, dass er uns dauerhaft unterstützen wird. Wir müssen unsere eigenen Geldquellen erschließen. Richtig. Besetzt freie Städte, bevor der Feind es tut. Wie viel haben wir denn? 21.000. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Wir haben einen Flugzeugträger. Das ist nett. Können wir ein paar Flugeinheiten bauen. So. Und weil ich hier auch viel mit Bordflugzeugen arbeiten werde, muss das Ding da oben erstmal weg. So. Da ist ein Gunboat. Da hinten ein Kreuzer, aber der ist von Sigismundos Einheiten belagert. Die Basis da hinten liegt zwar ziemlich im Nirgendwo, aber besetzen müssen wir sie trotzdem. Allein schon, weil es Geld gibt. Und den dann nehme ich hier auch mit. So. Die Einheiten an die Front. So. Hey, wir können ab jetzt Kampfpanzer bauen. Sehr schön. Von den Seeeinheiten haben wir alle zur Verfügung. Okay. Na dann, Sigismundo, mach du mal. Vorwärts, Neo Laurentania. Zeigt ihnen, was eine Hake ist. Ich bin hier der Kommandeur. Macht mir keine Schande. Bist du nicht umsonst der schwächste Co. im Spiel und so? Ja gut, in Seeschlachten ist er unschlagbar, aber ansonsten... taugt er nicht viel, der Gute.
So, das wird eine ziemlich große Seeschlacht. Großen Seeschlachten müssen wir halt vor allem dafür sorgen, dass die Schlachtschiffe am Leben bleiben, weil die können am Schluss noch auf die Landeinheiten schießen. Und der Flugzeugträger wäre auch nicht schlecht, wenn der am Leben bleibt. So. Ich brauche noch einen Bauwagen. Klingt komisch, ist aber so. Melde mir die Truppenstärke der Unabhängigen. Wo sind sie am stärksten? Bauwagen? Verstehe. Hier ist mein Befehl für morgen. Habe ich ihn ja schon mal super ausgetrickst. Auch wenn es nicht sonderlich effektiv ist, aber das muss ich machen. So. Dann besetzen wir da unten weiter mal unser Zeug. Oberleutnant O'Brien, Eilbefehl vom General Sigismundo. Die unabhängige Truppe ist ab jetzt dem Befehl vom General unterstellt. Wie bitte? Wir sind gerade mitten in einer Schlacht, dafür ist keine Zeit. Aber wenn Sie den Befehlen von Sigismundo nicht folgen, heißt es, dass wir die Meldeeinheit... hätten rebelliert. Wenn wir also nicht folgen, werdet ihr... Mist. Das zielt natürlich auf mich. Er mag mich nicht wirklich. Das ist meine Schuld. Ich habe dem General widersprochen. Sei es drum, es ist klar, was wir tun müssen. Wir werden seinen Befehlen folgen. Für unsere Kameraden, los geht's. Jawohl. Die Bauwagen sollen dort bleiben, wo sie sind und sich nicht weiter bewegen. Jupp. Solche Befehle kriege ich jetzt hin und wieder einfach mal. So, weil du da ja so ganz nett gerade ein Bordflugzeug in deinem Flugzeugträger produziert hast, hätte ich nichts dagegen, wenn wir das Ding mal kurz kaputt schießen. Der Kreuzer da hinten macht nicht viel mit einem HP. Eine Infanterieeinheit brauchen wir hier. Schicken wir die Dinger mal los. Bei den Gegnern passieren wunderliche Bewegungen. Was meinst du damit? Ich weiß auch, dass sie keine Felsen sind. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls kann man ihre Bewegungen nicht voraussagen.
Naja, egal. Wir haben ja schließlich unsere Befehle. Hier brauchen wir einen Mini-Flughafen, damit wir unsere ganzen Bordflugzeuge auch außerhalb von unseren Häfen auftanken, von unseren Flugzeugträgern auftanken können. Der hat noch nicht sonderlich viel Flakgeschütze hier. Das heißt, ich nutze das jetzt einfach mal aus. Und bombardiere die schon einmal ein wenig. Moment mal. Das sind ja 3 bis 5 Felder, die sie mittlerweile nur noch haben. Nicht mehr 2 bis 6. Das wollen wir mal lieber nicht riskieren. So, mehr bauen kann ich aktuell eh nicht. So, nächste Runde muss ich wieder drauf irgendwas bauen, was ich nicht brauche, damit er mir den Befehl gibt, dass ich die stehen lassen soll. Kommandeur der zephyrischen Truppen, hören Sie mich? Komisch. Die Verbindung steht doch. Ein Defekt etwa? Was gibt's? Oh, endlich. Hallo? Ich breche die Verbindung ab. Warte, hör erst, was ich zu sagen habe. Warum haben die Zephyrer wieder Krieg angefangen? Ich bin nur Soldat. Soldaten haben Befehlen zu gehorchen. Befehl? Aber Zephyrus wurde auch zerstört. Unsere beiden Länder gibt es doch gar nicht mehr. Selbst wenn es einen Befehl gegeben hat, der gilt doch nicht mehr. Hast du dir nie Gedanken gemacht, was dieser Krieg noch für einen Sinn hat? Über Sinn und Unsinn denke ich nicht nach. Sinn, das ist keine Kategorie, in der Soldaten zu denken haben. Da dächte jeder nach, wäre eine geschlossene Armee nicht möglich. Die Armee hat dem Staat als Instrument zu dienen. Aber es kann doch nicht nur darum gehen, stur Befehle zu befolgen. Darüber habe ich nicht zu befinden. Erstmal das gegnerische Schlachtschiff hier ausschalten. Der Kreuzer hier stört mich jetzt natürlich. Die müsste ich bald mal wieder zurückziehen. Das heißt, wir greifen hier nochmal an, damit man irgendwas auf dem Rückweg angegriffen hat. Das Gunboat darf hier einmal drauf schießen. So, und was bauen wir jetzt, was wir nicht brauchen? Ich baue einfach nur eine Bazooka. Das heißt, er gibt mir dann den Befehl, dass ich die Bazooka stehen lassen soll. Und dann ist gut. Ach,
Okay, Infanterie. Okay, er gibt mir einen Infanteriebefehl. Na gut. Ist auch egal. Ich brauche gerade eh nichts zum Besetzen. Und na gut, nachdem ich die Infanterie nächste Runde nicht bewegen kann, kann ich sie ja in die Landeboote stecken. Einmal hier. Oh, Abflug. Und wobei, bevor wir das machen. Stark sind die dagegen? Genau 40%. Gut, sehr schön. Und wieder rein mit dir. So. 18 Benzin hat der noch. Muss ich auch bald wieder zurückziehen. Na gut, dann ich brauche ein weiteres Schlachtschiff. So, und diesmal darf ich meine Infanterieeinheiten nicht bewegen. Ist aber kein großes Problem. Die da unten brauche ich gerade eh nicht. Einmal so. Der hat jetzt keine Munition mehr, aber ich kann den nächste Runde auffüllen. So. Einmal hier und einmal hier. Klar, dass er jetzt Kreuzer baut. Eigentlich ist mir egal, wenn er da hinten was besetzt.
Ihr seid übrigens gerade schon wieder viel zu ruhig im Chat. Benzin, 9 Benzin, 25 Benzin. Ihr geht mal wieder zurück. Ich glaube eher nicht. Ich werde sowieso jetzt, ich mache jetzt wahrscheinlich in Kürze eine kleine Pause und danach werde ich, sowieso später noch Warcraft spielen. Ist ein bisschen zu lang, um es einfach so durchzuspielen. Okay, man hat meine Bordflugzeuge erwischt, das ist nicht so toll. Hätte ich vielleicht jetzt andersrum angreifen sollen, aber gut. Schon mal alle Bordflugzeuge in Sicherheit bringen, die eventuell abstürzen könnten. Deswegen. Der hat zwei drin, der hat einen drin. Brauche ich noch mal eins. Okay, ich darf meine nicht mal meine Bordflugzeuge bewegen, die sich im Dingens drin befinden. Und hallo Kenji, schön, dass du da bist. Thank you.
Die da unten, na gut, die bleiben da stehen. Dass er keine Seeeinheiten mehr produziert. So. Und weg damit. Der muss auch weg. Das hat sogar für einen One-Hit gereicht. Dann noch weg mit dir. Okay, und an diesem Missile komme ich nicht ran. So, jetzt kann ich meine Bordflugzeuge auch an Land versorgen. Und ich sollte vielleicht noch irgendwas dahinter schicken, um die Infanterieeinheit da hinten zu besiegen. Ich glaube, da schicke ich den nächsten Bordflugzeug hinter. Oder ich bewege das Schlachtschiff da nach hinten, was weiß ich. Ja gut, dann machen wir das lieber mit dem Ass. So. Abflug und rauf da. Das heißt, ich muss den sowieso mal ausruhen lassen. Okay, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist entweder das Hauptquartier besetzen oder diese eine Infanterieeinheit da hinten noch besiegen. Der hat gerade nicht mal Flugzeuge an Bord. Man ändern. Und Schlachtschiffe natürlich. Was hätte es auch anderes sein sollen? Schnell auf. So. Prozent.
40% Chance, dass das funktioniert. Yay, geht doch. Der Feind bewegt sich wirklich sehr seltsam. Sein Warten macht keinen Sinn, aber andererseits ist das eine präzise Taktik. Da kann ich nicht mithalten. Diese Schlacht ist entschieden. Rückzug. Hier mein Rapport, General. Die unabhängige Truppe hat gewonnen. Sie hat ihre Befehle befolgt und hat dazu noch ihre Pflicht erfüllt. Verflixt. Wie meinen? Na gut, dann starten wir jetzt in eine richtige Offensive. Dann werden wir diese dreckigen Zephyrer vom Platz fegen. Nanu, bist du wieder zurück? Wer sind Sie? Du erinnerst dich nicht mehr an mich? Ich war früher hier Bäcker. Entschuldigen Sie, aber ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern. Kennen Sie dieses Mädchen? Erzählen Sie doch bitte etwas. Sie hat nämlich ihr Gedächtnis verloren. Wie? Das ist ja schlimm. Aber leider weiß ich auch nicht sonderlich viel. Ich habe sie früher öfters mit ihrer Familie gesehen. Familie? Genau, sie hatte zwei Schwestern und da war noch ein jüngerer Bruder. Meine Schwestern? Kennen Sie auch die Namen oder wissen Sie, wohin sie gegangen sind? Nein, ich denke, hier weiß auch sonst niemand mehr darüber. Es fällt mir zwar schwer, dies zu sagen, aber ihr wart den Leuten hier etwas unheimlich. Warum habt ihr uns vor euch gefürchtet? Nun ja, wie soll ich das so direkt vor dir sagen? Bitte sprechen Sie, mir macht das nichts aus, schließlich kann ich mich an nichts erinnern. Nun ja, es gab so ein komisches Gerücht, dass deine Schwestern keine normalen Menschen seien, eher Gespenster oder so etwas. Wie? Nun, das ist natürlich nur ein dummes Gerücht. Es kam auf, weil sich Rowdies an euch vergreifen wollten und sie später tot aufgefunden wurden. Nun, und nur euretwegen hätten plötzlich ihre Waffen nicht mehr richtig funktioniert. Aber es sind wie gesagt nur Gerüchte. Mach dir nicht zu viel daraus. Ich muss jetzt los. Katlea, Ed, ich frage mich, wer ich wirklich bin. Ah ja, meine Lieblingsmission kommt als nächstes, aber bevor ich die anpacke, mache ich hier mal eine kleine Pause und ich würde sagen, nach der Pause machen wir noch, ich würde sagen, noch zwei Missionen und dann haben wir einen schönen Breakpoint und dann spiele ich eine Runde Warcraft 3. Und ja, wie gesagt, erstmal kleine Pause. Also, zuklappen.